Na klar haben sie genau hingeschaut. Punkt, 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 Punkt. Rafinha und Niklas Süle zeigten den arrivierten Bayern-Stürmern am Samstag schließlich, wie es geht. Blitzsaubere Abschlüsse flach ins linke Torreck, der gegnerische Keeper chancenlos. Punkt, 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 Punkt. Hätten doch nur Frank Ribéry, Robert Lewandowski und Thomas Müller drei Tage vorher gegen Real Madrid genauso akkurat gezielt wie die zwei Defensivspezialisten, der FC Bayern München ginge mit einem Vorsprung ins Halbfinalrückspiel bei Real Madrid Day 20:45 Uhr im Live-Ticker, statt mit einer 1:2-Hypothek. Punkt, 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 Punkt. Wir hatten eine Effizienz, die wir am Mittwoch noch vermissen lassen haben, bilanzierte Jupp Heynckes. Das Ergebnis ist für die Mannschaft, die auf dem Platz gestanden hat, sehr bemerkenswert. Punkt, 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 Punkt. Alle Spieler haben sich total engagiert. 4:1 Erfolg für Meister Bayern München, sieht Hormonschub für Dienstag statt Niederlage, stand am Samstag also dank Rafinha und Süle ein 4:1 gegen Eintracht Frankfurt. Punkt, 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 Punkt. Balsam auf die Bayernseele, ein guter Appetitmacher aufs reale Rückspiel. Punkt, 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 Punkt. Und der geschonte Müller, vorher von der Bank aus Zeuge der präzisen Abschlüsse, meinte gegenüber eurosport.de, die letzten Minuten, die letzten zwei Aktionen, das war nochmal ein richtiger Hormonschub. Punkt, 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 Punkt. Wir wissen alle, dass wir eine Top-Leistung am Dienstag brauchen. Wir wissen aber auch alle, dass noch alles drin ist. Punkt, 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 Punkt. Diese positive Stimmung müssen wir mit nach Madrid nehmen. Durchhängen war schließlich nur einen halben Tag lang drin. Punkt, 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 Punkt. Am Donnerstagmittag ist bei mir der Schalter umgelegt worden. Da habe ich mir gesagt, jetzt reicht's mit schlechter Laune, sagte Müller. Den meisten Kollegen ging's genauso. Punkt, 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 Punkt. Trainiert Lewandowski zu lasch. Wobei einer ist den Nachweis noch schuldig, dass er das Hinspiel abgeschüttelt hat, Robert Lewandowski. Punkt, 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 Punkt. Laut eines Zeitungsberichts seien seine letzten Trainingsbemühungen ja eher zaghafter Natur gewesen, ein Vorbote der vergebenen Chancen gegen Real, was die Bayern brüsk zurückwiesen. Punkt, 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 Punkt. Eine Frechheit sei der Bericht, meinte Hasan Salihamidžić. Punkt, 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 Punkt. Auch Heynckes drückte sein Unverständnis darüber aus, dass der Coach nach dem Realspiel das Vier-Augen-Gespräch mit seinem Mittelstürmer gesucht hatte, wollte Heynckes nicht als Rüffel für Lewandowski ausgelegt haben. Punkt, 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 Punkt. Ich habe mit Robert ein gutes, positives Gespräch gehabt. Punkt, 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 Punkt. Er hat immer gut trainiert, hielt der 72-Jährige seine schützende Hand über Lewandowski und sprach sogleich eine Einsatzgarantie für Madrid aus. Sie glauben doch bitte nicht, dass ich ihn am Dienstag weglassen werde. Er spielt, das ist doch keine Diskussion.
Heynckes redet Lewandowski stark. Schließlich habe der Weltklasse-Spieler O-Ton Heynckes diese Saison schon 39 Pflichtspieltore erzielt. Punkt, 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 Punkt. Das ist eine Marke, da träumen die meisten Stürmer in Europa von. Punkt, 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 Punkt. Wir sollten das Spiel am Dienstag abwarten. Heynckes, selbst ehemals ein Weltklasse-Spieler, hat den Mittelstürmer im Vier-Augen-Gespräch also stark geredet und wartet jetzt einfach nur drauf, dass bei Lewandowski der Knoten aufgeht. Punkt, 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 Punkt. Am Dienstag gegen Frankfurt jedenfalls ließ der Bayern-Coach seinen Weltklasse-Spieler noch nicht wieder von der Kette, schenkte ihm 90 Minuten Ruhe auf der Bank. Punkt, 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 Punkt. Wagner schon mit 9 Toren für den FC Bayern. Es wirbelte dafür, Sandro Wagner, glänzend sogar, mit Tor und Torvorlage. Punkt, 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 Punkt. 9 Treffer hat der Ex-Hoffenheimer nun in 14, teilweise sehr kurzen Einsätzen für die Bayern erzielt. Punkt, 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 Punkt. Nicht schlecht, oder? Ordentlich, sagte Wagner auf Nachfrage von eurosport.de mit einem Grinsen, ich bin ja einer, der immer ein bisschen tief stapelt. Punkt, 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 Punkt. Deswegen sage ich ordentlich. Wagner heiß auf Real Madrid. Nur zu gerne wäre Wagner bereits im Hinspiel gegen Real Madrid zum Einsatz gekommen. Punkt, 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 Punkt. Sich nur ein paar Minuten als Einwechselspieler gegen Kanten wie Sergio Ramos zu werfen, hätte ihm großen Spaß gemacht. Punkt, 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 Punkt. Stattdessen litt er draußen mit. Punkt, 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 Punkt. Der Trainer hätte mich gerne gebracht, aber wir hatten 3 Verletzte und was soll er dann machen, sagte Wagner am Samstag. Hofft nun aber umso mehr auf eine Chance in Madrid als Joker, im Rückspiel will ich unbedingt spielen. Heynckes lobt Wagner, die Gunst seines Trainers ist ihm trotz der Einsatzgarantie für Lewandowski gewiss. Punkt, 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 Punkt. Denn auch für den Stellvertreter des Weltklasse-Spielers hatte Heynckes viel Lob übrig. Punkt, 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 Punkt. Sandro Wagner hat ein überragendes Spiel gemacht, Laufleistung, kämpferische Note, spielerisch, vorne die Bälle festgemacht und noch ein wunderschönes Tor erzielt, lobte der Bayern-Coach den 30-Jährigen nach dem Frankfurt-Spiel explizit, ich freue mich, dass er so eingeschlagen ist und ein so positives Element in der Truppe ist. Ja, Heynckes sagte sogar, das Tor hätte ich früher nicht besser machen können. Mit seinem Treffer hat Wagner nun auch eine besondere Lewandowski-Marke erreicht. Der 30-Jährige hat nun auch gegen alle 18 aktuellen Bundesligisten mindestens ein Tor erzielt. Punkt, 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 Punkt. Video: Heynckes, Lewandowski muss Antwort auf dem Platz geben. Punkt, 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 Punkt.